Ich glaube, es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, weiter gehen die Proben. So sehen die Hände mittlerweile aus. Es geht noch, tatsächlich. Aber, Junge, Junge, das sind Muskeln, die man hier beansprucht. Heidewitzka. So, Set Nummer 1 ist durchgespielt. Georg, wie war es denn für dich heute? Heute war es wunderschön. Ja? Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Eine schöne Drum and Bass Session. Ja, wie sieht das hier? Glaube ich nicht. Natürlich haben wir das ganze Set durchgespielt. Ja, bis auf das, was du dann zum Beispiel spielst. Ja, na ja, gut, also. Er hat wieder gelogen hier, ne? Er hat wieder gelogen. Ja, das wird auch wieder was. So, Junge, 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 Junge. Hallo, liebe Leute. Fertig mit Trommeln für heute und ja. Die Proben liefen gut, soweit. Und jetzt geht es erstmal nochmal nach Magdeburg, nach Hause, zur Familie. Und ein paar Freunde kommen auch noch vorbei und verabschieden mich sozusagen und sind froh darüber, dass ich dann endlich mal ein paar Wochen weg bin. Ne? Also von daher, ich zische jetzt erstmal los und dann sehen wir uns später. Einen wunderschönen guten Abend. Es sind noch keine Gäste da, es ist ruhig. Aber eine kleine Freude ist trotzdem schon eingetroffen. Und zwar, da ist sie! Jim Beam Gustav, der neue Jim Beam Taste, nein, leider nicht, aber zumindest mit einem personalisierten Etikett mit meinem Namen auf einer Jim Beam Flasche. Und Leute, die mir jetzt schon ein bisschen länger folgen, wissen auch, dass ich sehr gerne Jim Beam in allen möglichen Variationen trinke und auch genieße und mit meinen Freunden vor allen Dingen. Zumindest hat Jim Beam jetzt eine ganz geile Aktion und zwar könnt ihr euer Etikett personalisieren. Ne? Also das hier könnt ihr personalisieren und zwar gibt es dafür hier drüben einen QR-Code, den könnt ihr dann quasi abfilmen, dann einfach der Anleitung hier drüben folgen, dann kommt das gute Etikett nach Hause und ihr könnt es quasi hier drauf verewigen, auf der Flasche für eure Schwiegermutter, für euren Schwiegervater, für den Postboten, für den Müllmann, für wem auch immer ihr einfach nur Danke sagen wollt vielleicht und